Willkommen zum Mittwochsupdate vom 28.08.2019. Ja, wir sehen schon im Hintergrund, die Dressurarena ist wieder da. Diesmal nicht mit Quests zum Tag der offenen Stalltür, aber immerhin die Arena ist da und zwar bis zum 11.09. Das freut mich auf jeden Fall richtig gut. Ich habe mich schon gefragt, ob wir sie irgendwann nochmal wieder sehen und ich bin sehr, sehr froh, dass sie jetzt nochmal da ist. Dann hat die Erntefeldprovinz ein neues Aussehen bekommen. Abgesehen vom Spiegelsumpf, der muss noch warten. Da wollen sie sich viel, viel Zeit für nehmen, um das vernünftig anzupassen. Auch die Gebäude sind noch nicht überarbeitet worden, das kommt dann auch später. Aber wir schauen uns auf jeden Fall gleich nochmal um. Hier in der Erntefeldprovinz und Epona. Und in Fort Pinter hat sich auch noch was getan. Und zwar hat Syndra jetzt die täglichen Aufgaben von James wohl übernommen. James hat Wichtigeres zu tun. Das hat wohl was mit der Quest zu tun, die wir letzte Woche bekommen haben. Die habe ich noch nicht gemacht. Ich bin aber auf dem Weg dahin. Ich bin mal sehr gespannt, was James da alles so zu tun bekommt noch. Und nächste Woche soll es dann wohl mehr Andalusia geben. Ja, ich bin mal gespannt, welche drei Farben dann nächste Woche ins Spiel kommen werden. Und ich kann ja eigentlich mal gucken. Tägliche Aufgaben, neue Fotos. Ja. Syndra, aber Moorland? Nee. Eigentlich doch Fort Pinter. Mehr Werbung für Fort Pinter? Ja. Yeah. Aber hier steht noch James. Merkwürdig. Wir gucken auf jeden Fall da nochmal hin. Aber erstmal hier die Erntefeldprovinz. Oh, wir haben sogar Songs hier dabei. Und alle anderen sind ausgeblendet. Das ist cool. Ja, jetzt im Dressur-Outfit, ne? Das, vor allem mit dem Andalusia, würde ja richtig was hermachen. Also wir kommen auf jeden Fall wieder. Finde ich cool. Jetzt aber trotzdem erstmal schauen. Erntefeldprovinz. Sieht man hier schon an den Feldern was? Möglich. Also so oft bin ich hier gar nicht mehr unterwegs gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht sollten wir nochmal über die Koppelinsel, die gehört ja dazu. Runter zur Koppelinsel, dann hat man schon ein Bild gesehen vom Grüntalwald. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ich finde jetzt Koppelinsel. Hat sich hier was geändert? Bestimmt, aber eigentlich flitze ich hier nur hin, um die Rennen zu machen. Ach doch, ich glaube, das hier war früher nicht. Ja, da hatten wir nur da hinten den Eingang und nicht hier rüber. Das ist natürlich hier hinten für die Quest ganz nett. Ja. Ich hatte jetzt aber auch ehrlich gesagt kein großes Problem damit. Mit dem geschlossenen Reitplatz. So. Dann gehen wir einmal über die Brücke und hier hinten rum. Doch, ich glaube, die Büsche und Bäume, das sieht schon anders aus. Auf jeden Fall gefällt es mir bis jetzt. Ich glaube, ich bin einfach schon so an diesen neuen Stil gewöhnt, dass mir das jetzt zumindest nicht mehr groß was ausmacht, wenn sich hier die Gebiete ändern. Na gut, außer vielleicht Golden Hills, das war ja nochmal allein eine andere Bodenfarbe. Das war ja vorher alles so goldgelb. Jetzt viel grün. Schon was anderes. Ja, aber hier fällt es besonders auf. Oh, hier gibt es jetzt einen Weg hoch. Ja, doch, hier fällt es auf. Ich hoffe, dass die Rennen noch gut machbar sind. Ah, hier hinten, da startet. Ich
muss das eh noch machen. Wollen wir das mal zusammen machen? Wollen wir einfach mal gucken über die Rennstrecke, wie gut das jetzt funktioniert. Und danach müssen wir auf jeden Fall noch Richtung Mondsicheldorf. Oh, was? Ja, ich bin verleitet, dem Weg zu folgen, was nicht so... Nein. Hä? Aber irgendwie passt das alles nicht. Also, wo ist er? Oh nein. Grandios daneben. Obwohl eigentlich so... Aber diese Wegführung jetzt hier durch das irritiert mich gerade. Ja. Interessant. Also, letzten Male lief zumindest der Anfang besser. Oh, das ist... Wahnsinn. Ah, hier ist noch eine Melodie. Nein, eigentlich kenne ich die Strecke ja mittlerweile schon ganz gut. Immerhin trainiere ich gerade mein 40. Pferd hier. Aber es ist alles anders und von daher, hier war eigentlich auch mehr Baumbestand, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, wir lassen es lieber mal ein bisschen langsamer angehen. Das ist ja, als wenn man eine neue Strecke haltet, zumindest teilweise wirklich... man wird sich bestimmt dran gewöhnen, aber... Oh, wo ist... mein Baumstamm ist weg. Nein. Wo ist denn meine Absprunghilfe? Jetzt muss ich diesen großen Baumstamm nehmen. Oh, wir müssen gleich nochmal starten. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Mein Baumstamm ist weg. Ja, okay. Wir beginnen noch einmal neu. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann Pech. Aber ich habe die Chance, den Anfang noch mal ein bisschen besser zu machen. So. So, ich denke mal, so ungefähr soll das aussehen. Dass man auch wirklich die Tore trifft und nicht einfach nur dran vorbeiläuft und doch irgendwie zählt. Ja, da war ich schon wieder fast verleitet, links rüber zu ziehen. Diese Blätter, man sieht zwischendurch wirklich sehr schlecht hier, muss ich sagen. Ah, da steht noch ein Andalusia. Gucken sich bestimmt auch gerade den neuen Wald an. Also, es ist, denke ich mal, schon ein bisschen besser hier durchzukommen. Man sieht ein bisschen mehr in der Regel, ein bisschen weiter. Oh, das Rennen, dann wird das andere Rennen ja nachher auch nochmal lustig. So. Umstamm. Nicht runterfallen, sonst da haben wir es verloren. Okay, das hier ist geblieben. Ich hoffe, dass ich hier auch... Jetzt kommt man hier, glaube ich, leichter durch. Ja. Also ich glaube, das Schlimmste hier wird wirklich dieser fehlende Baumstamm, dieser Stumpf, der da war, mit dem man, wo man ein bisschen abkürzen konnte. Da musste ich nicht immer nach hinten über diesen Stamm wirklich rüber, sondern man konnte einfach rüberhüpfen. Das fand ich viel besser. Aber sonst, ja, ich denke, man gewöhnt sich doch echt flott dran. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal hier so ein bisschen was von dem Wald gesehen. Und jetzt geht's rüber nach Epona. Ja, Wohlfahrt. Hat jetzt Level 14 erreicht. Level 15 schaffen wir heute nicht mehr. Aber ja, wird demnächst klappen. Unten oder oben rum. Ich würde sagen, wir gehen erstmal unten rum. Wir müssen ja jetzt nicht alles bis ins Detail anschauen. Ein bisschen was soll man ja auch noch selbst erkunden. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Gut, den Eingangsbereich hier, der hat mir schon immer sehr, sehr gut gefallen. Die alte Sturmfarm, da ja an den Gebäuden noch nichts gemacht wurde, hoffe ich mal, dass die vom Grunde her, na gut, da sind Bäume, Zäune, wir gucken es uns an. Die alte Sturmfarm fand ich immer sehr, sehr cool. Sehr, sehr hübsch. Und ja, ich hoffe, sie ist auch weiterhin einer meiner Lieblingsplätze.
Gut, viel Unkraut bleibt. Aber es. Ja. Also vom Prinzip her, ja, angepasst. Gefällt mir immer noch gut, muss ich auf jeden Fall sagen. Gut, auf Richtung Mondsicheldorf. Und dann würde ich sagen, machen wir uns hintenrum über die kaputte Brücke, über den großen Donner, auf dem Weg Richtung New Hillcrest. Ja, welches Gebiet muss denn dann noch überarbeitet werden? Das Dinotal, ne? Das Dinotal, sonst noch irgendwas? Golden Hills ist. Ja gut, der Sumpf soll dann noch extra. Ich glaube dann. Haben sie den Großteil, das ja. Haben sie zumindest die großen Gebiete, die Gebäude müssen dann halt noch, aber. Das wird dann auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Boah, Wahnsinn. Was ist hier passiert? Okay. Okay, da war ein Gärtner am Berg. Dann hier rüber. Es hat auf jeden Fall seinen Charme nicht verloren. Ja, ich glaube, dann können wir hier hinten noch mal runter. Den Inseln. Ich weiß nicht, ob es hier so viel getan hat. Wahrscheinlich nicht. Hier ist ja relativ wenig Vegetation. Ein paar Büsche. Ja, ach komm. Wir gehen nochmal zum Stall und dann soll es das gewesen sein. Dann würde ich sagen, schauen wir nur nochmal, ob James oder Syndra jetzt in Fort Pinter stehen. Gut. Also einmal Fort Pinter. Nee, hier steht noch James. Aber vielleicht ist das dann nach der Aufgabe erst. Das kann gut sein, weil ich halt die Aufgabe noch nicht gemacht habe. Dann wird wahrscheinlich danach getauscht. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig, bei welcher Folge wir jetzt sind. Auf jeden Fall hatte ich ein paar Aufnahmen hintereinander weggemacht von Star Stable Quests. Technisch und dann, ja, durfte ich nachher feststellen, dass Folge 400 kommt. Das sage ich in der Folge 400 aber auch nochmal, dass da halt zwischenzeitlich beim Quest nicht die Quest weitergeht, wie ich es angekündigt hatte, sondern erstmal Folge 400. Und dann hatte ich zwischendurch nochmal ein paar Tage Aufnahmepause, weil ich es nicht geschafft habe. Und ja, dann habe ich außersehen nicht mit der Quest, die ich angefangen hatte, weitergemacht, sondern habe eine neue begonnen. Ja, das werdet ihr dann auch sehen, aber ja. Soweit sind wir jetzt auch nicht mehr davon entfernt, hier in Fort Pinter mit Syndra herzukommen. Sie sollen wir ja hierher begleiten und dann bin ich mal gespannt, was James hier alles ja, zu tun hat. Was er für Aufgaben hat. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!